Hechte oder Saures. Herzlich willkommen bei dem heutigen Halloween-Spezial. Guten Morgen. Morgen. Ja, heute mal auf einer besonderen Tour. Heute ist hier Halloween und auch das Team von Pike Monas ist auch an Halloween unterwegs und dreht heute für euch ein kleines Halloween-Special. Ihr habt ja schon unseren guten Freund im Intro gesehen, der angedroht hat, Hechte oder es gibt Saures. Und so lautet heute unser Battle. Wer in der ersten Stunde kein 80er Hecht fängt, der muss sich verkleiden und auch im Kostüm dann weiter angeln. Also seid gespannt, wie es ausgeht. So, wir fahren jetzt an den ersten Spot und dann werde ich euch die Zeit einblenden, wann die erste Stunde läuft. Und auch wann sie zu Ende ist. Und dann wollen wir mal gucken, wer sich dann verkleidet. Der Countdown läuft. Ganz knapp. Der hat keine 80. Der hat keine 80, das sieht man so. Das war der erste Fisch für den Nilo, aber der hat die 80 nicht. Also zählt der gar nicht. Der hat keine 80. Ich muss mal meinen Köder mal gucken hier. Ich hätte gleich das Handy genommen. Der hat keine 80. Happy Halloween! Auf die Knecht! Sonst gibt's Saures, mal gucken. Nur Kraut und nichts Süßes. Da ist der Scary Clown auf dem Boot. Auf der Jagd nach Hechte. Ansonsten kriegt er nachher noch was Saures. Ich schmeiß ihn hier noch ins Wasser, das weiß er noch gar nicht. In einem unbeobachteten Moment in einer dunklen Ecke wird es passieren. So Leute, das Halloween-Spezial ist zu Ende. Es hieß ja Hecht oder es gibt Saures. Naja, verkleidet haben wir uns ja. Und Danilo konnte auch noch ein Hecht fangen. Wie immer. Nur der kleine Martin ist als Schneider wieder mal vom Boot gegangen. Ja, sonst schreibt doch mal rein. Was er machen soll. Was ich so als Saures bekommen soll in die Kommentare als Bestrafung. Und dann suchen wir uns mal, oder Danilo, denn das Beste raus, was ich denn machen muss. Schön fies muss es sein. Naja, gut. Es muss auch im Rahmen sein, damit auch YouTube das noch ausstrahlen kann. Okay, gut. Das war's von uns und unserem Halloween-Spezial. Und vielleicht verlosen wir auch unter den schönsten oder besten Kommentaren noch anstatt Saures was Süßes. Also, haut richtig und fleißig in die Tasten. Und wir würden uns auch über ein Abo und ein Like freuen. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Also, bis dann. Ciao.